Guten Tag und frohe Ostern, verehrte Hörer, Alte und Neue, an diesem 9. April 2023. Ich grüße diejenigen, die schon länger hier sind, aber natürlich auch diejenigen, die den Kontrafunk erst vor kurzem entdeckt haben. Und zu meiner großen Freude gibt es davon eine zunehmende Zahl. Unsere Hörerschaft wächst und wächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind ja ein Dreiländersender und ich betone das, weil es vielleicht in unserer heutigen Diskussion noch eine Rolle spielen wird. Lassen Sie mich vorweg noch ein paar allgemeine Ankündigungen machen. Unser Gewinnspiel mit den Radiogeräten ist zu Ende. Wir haben ja seit Oktober jeden Tag ein Internetradio verlost. Aber wenn Sie bis jetzt leer ausgegangen sind, dann können Sie sich ab sofort selbst versorgen, denn der Kontrafunk hat jetzt auch einen Online-Shop. Dort können Sie nicht nur Empfangsgeräte kaufen, sondern auch offizielle Briefmarken mit dem Kontrafunk-Logo und andere Kleinigkeiten, mit denen Sie nicht nur Ihre Verbundenheit mit dem Kontrafunk signalisieren, sondern uns auch direkt unterstützen können. Und Sie können in diesem Webshop auf kontrafunk.radio auch ein Abonnement lösen und Ihren Kontra-Rundfunkbeitrag direkt bezahlen. Natürlich völlig freiwillig, wenn Ihnen ein freier und vernünftiger Rundfunk das wert ist. So, unsere Sonntagsrunde heute wird ein bisschen untypisch ausfallen, weil wir sie schon ein paar Tage vorher aufgenommen haben, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ihr Moderator wollte nach Jahren kontinuierlichen Einsatzes einfach mal ein freies Wochenende haben. Wie heißt es immer bei der Deutschen Bahn, wenn der Zug nicht kommt? Wir danken für Ihr Verständnis. Also, wir diskutieren jetzt nicht die Aktualität der Woche, aber eine vielleicht genauso brennende Problematik, nämlich das Verhältnis von Staat, Nation und Volk. Und ich kann Ihnen endlich die Diskutanten vorstellen. Ulrike Gero ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat lange den Nationalstaat geschmäht und die EU angebetet. Ich sage das salopp und pointiert, damit sie es gleich dementieren kann. Sie hatte bis vor wenigen Wochen die Professur für Europapolitik an der Universität Bonn inne und wurde mit fadenscheinigen Begründungen rausgeworfen, weil sie immer Mainstream-kritischer wurde. Erst gegen die Corona-Diktatur, dann auch noch gegen die Ukraine-Kriegshetze. Des Weiteren in unserer Runde sitzt der Jurist Ulrich Vosgerau. Er ist Privatdozent an der Universität Köln und hat die Lehrbefugnis für die Fächer öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, allgemeine Staatslehre und Rechtsphilosophie. Und außerdem praktiziert er als Rechtsanwalt in Berlin. Und schließlich begrüße ich meinen Redaktionskollegen beim Kontrafunk, Tim Krause. Er hat Geschichte, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften studiert und war mehrere Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, und zwar bei der AfD. Es soll heute um das Verhältnis von Staat, Nation und Volk gehen, weil das zum Epizentrum einer ganz großen politischen Misere geworden ist. Früher hatte man da ja weniger Probleme. Früher war es völlig klar, dass eine Nation von einem Volk oder auch von mehreren Völkern gebildet wird und dass diese Nation dann in einer, ich sag mal, rechtlichen Hülle als Staat auftritt. Ist das so richtig formuliert, Ulrich Vosgerau? Ja, das ist eigentlich unverändert so richtig formuliert und das gilt auch auf der ganzen Welt. Nur in Deutschland und Europa sind wir in der allerjüngsten Zeit ein wenig irre geworden an diesen Sätzen, wozu es eigentlich streng genommen gar keinen Anlass gibt. Im Völkerrecht existieren Völker. Die sind ganz einfach da, die werden vorausgesetzt, die sind als Entitäten ontologisch, das heißt seinsmäßig vorhanden und sie haben das Selbstbestimmungsrecht. Ziemlich genau seit 1918 steht das Selbstbestimmungsrecht im Zentrum überhaupt der Völkerrechtlichen Lehren. Vorher hatte man ja an die Staatensouveränität geglaubt und noch früher eigentlich an die Souveränität des Fürsten. Seit 1918 hat sich das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Volkssouveränität, als Zentralprinzip des Völkerrechts durchgesetzt. Und was jetzt das Verhältnis des Volkes zum Staat angeht, da sieht es so aus. Solange nur ein Volk da ist, das sich eben kulturell, sprachlich, aber auch ethnisch definieren lässt, also zum Beispiel die Basken sind ganz einfach da, die Kurden sind ganz einfach da, auch die Juden sind ganz einfach da und die Deutschen natürlich. Also solange jeweils diese Völker noch keinen Staat haben, können sie sich wirklich nur ethnisch, kulturell und sprachlich definieren und sie machen dann das sogenannte offensive Selbstbestimmungsrecht der Völker geltend. Das heißt, sie wollen typischerweise einen eigenen Staat haben oder sie wollen in bestehenden Staaten irgendwelche Gebiete bekommen, in denen sie sich mehr oder minder selbst verwalten können. Sie haben nicht unmittelbar das Recht dazu, von bestehenden Staaten Abtretungen zu verlangen, nur unter ganz bestimmten seltenen Umständen. Das ist das offensive Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Minderheiten geltend macht. Also zum Beispiel die Basken, zum Beispiel die Kurden. Wir haben auch in Deutschland Minderheiten, zum Beispiel die Friesen oder die Sorben. Wenn dann aber die Staatsgründung
einmal gelungen ist. Besonders plastisches Beispiel 1948, Gründung des Staates Israel. Die Juden, die jahrtausendelang nur als Volk, als kulturelle und religiös bestimmte Einheit dagewesen sind, kriegen auf einmal ihren Staat. Und sobald der Staat dann da ist, da ist dann freilich die Zugehörigkeit zum Staat nur formal juristisch, positiv rechtlich durch das Staatsbürgerschaftsrecht definiert. Dann geht es nicht mehr darum, ob man nun ethnisch oder kulturell dazugehört. Dann geht es darum, wer die Staatsbürgerschaft innehat. Es sind ja nicht alle Staatsbürger Israels Juden. Circa 20% sind keine. Das sind dann in der Hauptsache Araber muslimischen Glaubens. Aber es sind auch zum Beispiel Drusen dabei. Das ist eine weitere religiöse und ethnische Minderheit. Aber Achtung, auch wenn der Staat einmal da ist und also die Staatsbürgerschaft sich nur noch über das positivrechtliche Staatsbürgerschaftsrecht definiert und nicht mehr ethnisch-sprachlich kulturell, geht das offensive Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht etwa ersatzlos unter. Es geht nicht verloren. Das sieht man wiederum in Israel ganz gut. Diese 20%, hauptsächlich Araber, die zwar Israelis sind, aber keine Juden, die haben weiterhin ihr offensives Selbstbestimmungsrecht. Und dieses ist eben gerichtet auf Minderheitenschutz. Dass die also arabische Schulen haben und dass die nach ihrer eigenen leben können, dass sie sozusagen keinem Kulturimperialismus ausgesetzt sind. Und das wird dort auch verwirklicht. So lebt das weiter, genau wie bei uns eben nationale Minderheiten, etwa die Sorben, ebenfalls Minderheitenschutz genießen, dass also die Sprache gebraucht werden kann in der Verwaltung, dass Straßennamen zweisprachig sind, dass es entsprechende Schulen gibt. Und so hängt das in etwa zusammen. Vielen Dank, Ulrich. Als Schweizer, sage ich mal, brauchen wir gar nicht nach Israel auszugreifen. Der Kontrafunk ist ja ein schweizerisches Unternehmen. Und wir haben hier in der Tat eine ethnische und kulturelle und sprachliche Diversität. Wir haben ja die Romands, die Welschschweizer, wir haben die Italienisch-Schweizer, die Tessiner, es gibt ja auch noch die kleine Minderheit, 50.000 Menschen sprechen immerhin noch Rätoromanisch und niemand würde hierzulande daran zweifeln, dass sie alle zusammen die Nation der Schweizer bilden. Aber jetzt hattest du schon gesagt und ich hatte es ja auch angedeutet, dass dieses Selbstverständliche, was ich zunächst mal versucht habe darzustellen, das Selbstverständliche, das früher auf den Begriffen Staat, Nation und Volk lag, heute nicht mehr so gegeben ist, jedenfalls in Deutschland. Andere Nationen, andere Völker empfinden das ja durchaus anders. Ulrike Gero, du bist ja sehr französisch orientiert, du hast lange in Frankreich gelebt, du weißt, wie stolz die Franzosen sind, Franzosen zu sein. Die Deutschen sind, was das betrifft, ja oft ein bisschen neidisch auf die Franzosen. Wann warst du denn das letzte Mal stolz, Deutsche zu sein? Ja, wann war ich das letzte Mal stolz darauf, Deutsche zu sein? Also eigentlich ist die entscheidende Frage, ob ich überhaupt mal stolz darauf war, Deutsche zu sein. Also nicht, dass ich das irgendwie ablehne oder so. Also ich bin, glaube ich, froh, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland lebe, einem Rechtsstaat, der mir gut gefällt und dass es eine Bundesrepublik gibt, die ihre Geschichte hat, die gut mit Geschichtsaufbereitung klargekommen ist, die sich wiedervereinigt hat. Das finde ich alles gut. Also ich würde mal sagen, Habermascher Verfassungspatriotismus wäre für mich wahrscheinlich der angebrachte Begriff. Ich habe ja einen Franzosen geheiratet und habe so deutsch-französische Kinder. Ich kann bei einem Fußballspiel, vor allen Dingen Deutschland-Frankreich, dann auch schon mal lieber auf die deutsche Fahne schauen als auf die französische, sowas, ja. Aber dass ich, sagen wir mal, nationalen Deutschstolz hätte, das hat mich eigentlich immer eher gestört. Um mal ganz konkret zu sein, wir hatten ja in den Nullerjahren so verschiedene Erzählungen, du bist Deutschland oder Land der Ingenieure oder was auch immer da so erzählt wurde, also so nationalisierende Werbekampagnen irgendwo, die dann auch immer so mit Exportweltmeister und sowas einherging. Also so ein bisschen wie sich halt Affen auf die Brust klopfen, ja. Und das ist jedenfalls nicht mein Bild von stolz auf Deutschland sein. Und bei den Franzosen stört es dich aber nicht, weil die ja doch auch so dieses äffische Verhalten haben. Nee, bei den Franzosen ist es einfach anders. Die haben ja État-Nation, so heißt es da ja auch. Zum Beispiel ein Begriff, den wir so nicht haben. Ja, wir reden ja eben von der Bundesrepublik, dem Staat. Übrigens ist ja auch schon mal die Frage, wer dann die Deutschen sind, weil verfassungsrechtlich haben wir ja 16 Bundesländer und in Frankreich ist es eben anders. Die Franzosen hatten ja ihren Gründungsakt in der Fête de Fédération 1790 und sind ja zentralistisch organisiert und deswegen ist ja über diesen Prozess der Revolution der État-Nation sozusagen entstanden und daraus natürlich eine andere Erzählung. Und diese Erzählung hat dann eine andere, auch republikanische Tradition, wobei ich auch in Frankreich den Punkt machen würde, dass die französische Fahne der Revolution, die steht ja für Liberté, Égalité, Fraternité und nicht für La France. Ja, das muss man auch unterscheiden.
Also ich gebe ja zu, ich habe dich ein bisschen hinterlistig versucht, mit dieser Frage aufs Glatteis zu führen, wie stark denn deine Stolzimpulse sind. Und du hast erwartungsgemäß gesagt, ja, eigentlich kann ich damit nicht viel anfangen. Es war so kurz vor Habeck, der ja mal in einem Buch, ich glaube aus dem Jahr 2010, über Patriotismus wirklich den Satz geschrieben hat, ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Also, das ist in Deutschland alles sehr, sehr anders als in Frankreich zumindest, egal wofür jetzt die Trikolore steht. Frau Merkel hat ja am Wahlabend 2013 dann empört die Fahne, die Deutschlandfahne, die ja da gereicht wurde, also in die Ecke gepfeffert. Tim Krause, es hat natürlich auch seine Berechtigung oder seinen Hintergrund und wir dürfen uns da nicht wegducken. Die deutsche Geschichte ist eine Geschichte, die einem aufgrund der Nazizeit die Schamröte eher ins Gesicht treibt, besonders wenn es eben um Nation und solche Sachen geht. Also wie kann man vor diesem Hintergrund noch ein, ich sag mal, naives Verhältnis zu diesen Dingen haben? Ein naives Verhältnis sollte man ganz sicher nicht haben. Und die nationalsozialistische Verbrechenszeit definiert nun Gott sei Dank nicht die gesamte deutsche Geschichte. Die Frage ist ja, kann man stolz sein, Teil einer Gruppe zu sein, einer Nation? Und ich denke, Stolz ist hier so ein bisschen der falsche Begriff. Ich glaube, es ist einfach ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer geschichtlichen und Schicksalsgemeinschaft, vielleicht auch einer Entscheidungsgemeinschaft, die sicherlich auch sich in den Staatsprinzipien und in der gemeinsamen Kultur gründet, aber eben auch in einem gemeinsamen Verwandtschaftsverhältnis bis zu einem gewissen Grad. Und das Thema heute lautet ja Volk, Nation und Staat und wir wollen uns die Distanz bzw. die Verhältnisse dieser drei Begriffe zueinander angucken. Ulrike Gero hat ja den Begriff des Verfassungspatriotismus erwähnt. Dem würde ich mich auch anschließen. Ich glaube, man darf sehr wohl sich patriotisch positiv zu dieser deutschen gegenwärtigen Verfassung verhalten. Aber nun ist es halt doch so, dass eine Verfassung sich kein Volk gibt, sondern ein Volk sich eine Verfassung. Und hier nochmal zu differenzieren ist zwischen dem Staatsvolk und dem, worauf ich hinweisen möchte, nämlich der Tatsache der Beschaffenheit, dass es eben doch ein Volk im biologischen Sinne gibt und zwar mit ganz großen, dicken, fetten Vorzeichen, denn diese Tatsache wurde von den nationalsozialistischen Verbrechern natürlich massiv überhöht und massiv auch missbraucht und in diese Richtung dürfen wir uns nicht stellen, aber es ist, glaube ich, unbestreitbar, dass es eben auch genetische Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Angehörigen bestimmter Ethnien und Volksgruppen auf der Welt gibt. Man kann die genetische Distanz zwischen Individuen berechnen und aber eben auch zwischen Ethnien und Volksgruppen auf der Welt und damit feststellen, wie weit oder nah sind die miteinander verwandt, wann haben sich deren gemeinsamen Vorfahren voneinander getrennt. Und das ist nur nicht meine These, sondern durchaus auch die These gestandener Biologen und Genetiker wie etwa Svante Paabo, Nobelpreisträger 2022 für Medizin, dass sich damit natürlich auch bestimmte Eigenschaften verknüpfen. Und inwieweit das mit reinspielt, da wollen wir vielleicht heute auch nochmal mit drauf gucken. Wenn die Individuen genetisch zu nah sind und sich reproduzieren, dann entsteht manchmal Inzest. Das war vor vorherigen Jahrhunderten so in Schweizer oder auch österreichischen Dörfern, ja, Bergdörfern, wenn man da nicht über den nächsten Pass gekommen ist. Und ich folge dem Argument insofern, als dass tatsächlich auch aus der Stammzellenforschung, wenn Sie Stammzellen brauchen bei Blutkrebsbehandlung oder so und Sie brauchen da Stammzellen, dann ist es tatsächlich gut, wenn Sie Stammzellen irgendwie aus dem Umfeld bekommen. Ja, insofern folge ich diesem biologischen Argument. Ich wollte jetzt nur so eine kleine ironische Einlage machen, dass manchmal die Mischung ja auch besondere Charaktere hervorbringt. Unbedingt. Also ich bin auch völlig Ihrer Meinung. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel mit dem Inzest. Tatsache ist, dass Völker keine geschlossenen, hermetisch abgeschlossenen Entitäten sind, sondern natürlich auch offene, gewissermaßen quasi Organismen, die sich weiterentwickeln. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie eine gewisse Offenheit zu anderen Ethnien haben und sich weiterentwickeln. Das sehen wir ja gerade in der Geschichte Europas auch sehr, sehr gut. Deswegen ist die Nation ja auch wichtig, dass man über das eigene Tal hinauskommt sozusagen und dass man eben auch andere Deutsche aus entfernteren Regionen kennenlernt. Ich würde auch noch gerne ein paar Dinge ergänzen. sogar Franzosen im Einzelfall, die können ja auch nett sein. Nun hat das republikanische Frankreich ja so eine der blutrünstigsten Nationalhymnen der Welt, die bis heute auch noch begeistert gesungen wird. Und in dieser Hymne ist unter anderem die Rede von Le sang impur, dem unreinen Blut, das den Soldaten zugeschrieben wird, die jetzt von außen nach Frankreich kommen, um die Revolution niederzuschlagen und denen man eben entgegentreten soll. Also in der französischen Nationalhymne, die ist nicht so reinrassig republikanisch, sondern da wird die Notwendigkeit, Frankreich gegen die Konterrevolution, die eben von Preußen und so getragen wird, zu verteidigen, wird durchaus mit dem unreinen Blut der Nicht-Franzosen begründet. Da ist man nie von abgekommen. Und auch die französische Revolution ist natürlich nicht erst in der französischen Revolution gegründet worden, sondern gerade die französische Nation ist eigentlich die älteste Europas. Sie ist im 11. Jahrhundert begründet
gegründet worden von den Bourbonenkönigen. Und im Weg auf die Nationenwerdung Frankreichs, das ist sicherlich eine Nation, hat Philipp der Schöne, Philipp le Bel, eine besonders große Rolle gespielt, der vor allem, und da sieht man gleich dieses Doppelgesicht, die Ambiguität des Nationalgedankens, denn der nationale Gedanke ebnet ja nicht nur den Weg zur Demokratie, weil er eben sagt, Volkssouveränität, das Volk muss vertreten werden, entscheiden, sondern der hat eine dunkle Seite natürlich, der nationale Gedanke, und das ist eben der Gedanke der nationalen Homogenität. Und wenn diese eben verteidigt wird gegen vermeintliche oder wirkliche Anfechtung, dann kann es natürlich auch blutig und gewalttätig werden. Das sehen wir in Frankreich in der Tat schon im 13. Jahrhundert bei Philipp dem Schönen, der eben die Homogenität der französischen Nation bewusst vorantreibt, indem er zum Beispiel Juden und Italiener, die man damals noch nicht Italiener nennt, eben außer Landes treibt. Und das dann ja, übrigens und die Franzosen Henri IV, die Huguenotten, als erste Nation. Ne? Ja genau, das kommt dann auch später. Wobei, das ist wahrscheinlich auch ein religiöser Konflikt und nicht so sehr ein ethnischer. Darf ich den Faden von Philipp dem Schönen mal kurz aufnehmen? Weil entscheidend, wenn Sie schon von der französischen Nationenentwicklung sprechen, ist natürlich, dass Jeanne d'Arc dann Charles VII zur Krönung nach Reims geführt hat. Darauf lege ich jetzt als Frau wirklich großen Wert, ja? Bevor wir jetzt noch tiefer in die französische Geschichte einsteigen, und ich merke ja, ihr seid auch da Fachleute, komme ich nochmal zurück zu dem etwas schwierigen Gefühl, dass die Erwähnung, die sehr frühe Erwähnung von Tim in dieser Diskussion der genetischen Komponente in uns allen erweckt, weil die Rolle der Biologie im Volksbegriff natürlich immer schwierig ist. Immer mit Blut, Ulrich hat es sehr gut schon verbunden mit der Nationalhymne, aber eben mit blutigen Auseinandersetzungen. Frankreich war ja mit die erste Nation, das wird uns ja heute als Deutschen in der Einwanderungsdebatte immer unter die Nase gerieben, dass Frankreich also als erste Nation das Jus Soli bereits eingeführt hatte, also das Prinzip, dass ich Staatsbürger werde durch Geburt auf dem staatsbürgerschaftlichen Grund, und dass Deutschland noch sehr, sehr lange bis 1999 fast ausschließlich am Jus Sanguinis, also am Abstammungsrecht festgehalten hat, dass ich Staatsbürger werde durch Abstammung, dadurch, dass meine Eltern Deutsche geworden sind. Und da hat man in der deutschen Debatte, gerade in der Mediendebatte, wird dann immer wieder evoziert, also das Jus Soli sei das Erkennungszeichen moderner, republikanischer, demokratischer Nationen, und das Jus Sanguinis, das Abstammungsrecht, sei etwas Rückwärtsgewandtes, was irgendwas mit dem völkischen Gedanken, mit Hitler am Ende gar zu tun hat. Und das ist natürlich nicht ganz richtig. Erstens muss man sehen, das kommt auch oft schon bei der Debatte zu kurz, jede Nation der Welt hat auch das Jus Sanguinis. Jede Nation der Welt kennt das Abstammungsrecht sogar als Hauptprinzip. Kann man sich leicht vor Augen führen. Stellt man sich vor, ein amerikanisches Ehepaar geht ein Jahr auf die Philippinen als Entwicklungshelfer, kommt nach einem Jahr zurück und ist nicht mehr allein, ist nicht mehr zu zweit, sondern ist zu dritt. Und da wird jetzt natürlich die amerikanische Einwanderungsbehörde, wird das neugeborene Kind nicht zurückweisen mit dem Argument, das ist für uns ein Filipino, weil der ist ja auf den Philippinen geboren worden. Das ist für uns kein US-Amerikaner. Auch für amerikanische Behörden ist selbstverständlich, dass das Kind von US-Amerikanern wieder ein Amerikaner ist, auch wenn es ganz woanders geboren worden ist. Und das Jus Soli in Frankreich, das ist eingeführt worden von Napoleon, und zwar gar nicht aus irgendwelchen modernen, republikanischen, integrationspolitischen Gründen, sondern weil Napoleon bekanntlich ganz Europa mit Kriegen überzogen hat und dafür immer neue Wehrpflichtige gesucht hat. Und da haben sich in Frankreich ganz viele junge Männer zu drücken versucht, indem sie, vermutlich gar nicht mal zu Unrecht, gesagt haben, ihre Großeltern seien eigentlich als Arbeitsmigranten aus Italien gekommen, deswegen seien sie eigentlich gar keine Franzosen, sondern bis heute Italiener. Ganz einfach, weil sie nicht für Napoleon nach Russland in den Krieg wollten. Und als Reaktion darauf hat dann Napoleon gesagt, das ist egal, jeder, der auf französischem Boden geboren ist, ist hiermit ein Franzose, aber eben nicht, weil er den republikanischen Gedanken fördern wollte, sondern weil er ganz einfach es verbieten wollte, sich vor dem Wehrdienst zu drücken. Was Ulrich Vosgerau gesagt hat, trifft es ziemlich gut. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen einem ethnischen Volk und einem Staatsvolk. Und es gibt gewisse Notwendigkeiten in der Politik. Ulrich hat es herausgearbeitet, dass man dann, ich sag mal, andere Menschen, anderer Völker vielleicht in das eigene Staatsvolk inkorporiert, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wir haben diese Definition von Staatsvölkern eigentlich erst seit wenigen Jahrhunderten. Vorher galt die Abstammungsgemeinschaft im Sinne der Nation, was ja von lateinisch natio, also Volk, Sippschaft und Herkunft heißt, als gegeben an. Und wenn wir uns angucken, die Geschichte des Menschen, also Homo sapiens, irgendwas um die 300.000 Jahre alt, hat eben eine Vorgeschichte, in der im Endeffekt aus Sippschaften Stämme entstanden sind und aus Stämmen Völker, die sehr große, oft eben auch biologische Ähnlichkeiten aufwiesen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Das darf auf gar keinen Fall zu einer Ideologie werden, und alles, was sich daraus aus Rassismen oder rassistischen Ideologien ableiten lässt, ist natürlich absolut zu verwerfen. Aber Tatsache ist eben doch, dass es auf Grundlage der biologischen Grundtatsachen eben auch Mentalitätsähnlichkeiten gibt, die eben
nicht nur, soll ich mal sagen, Software- oder kulturinduziert sind, sondern die gewissermaßen auch aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses bestehen. Und ob das jetzt phänotypisch ist oder ob das auch letztendlich sich auf die Werte ausstrahlt, sei dahingestellt. Aber es ist Tatsache, dass der Mensch als biologisches Wesen, als Teil der Biosphäre, als dem Reich der vielzelligen Tiere angehörend, also in der Biologie der Ordnung der Trockennasenaffen angehörend, eben doch durch biologische Determinanten ganz stark beschrieben ist. Und ich glaube schon, dass wir keine Angst davor haben sollten zu sagen, dass es eben auch als Grundlage von Völkern genetische Verwandtschaftsverhältnisse gibt und da bestimmte Populationen besser zusammenpassen und andere weniger gut. So, ich habe eines verstanden. Dieses prekäre Gefühl, dass wir allein beim Streifen dieses Themas vielleicht empfinden, die Macht des Blutes. Letztlich ist es ja doch eine Bewegung der Aufklärung gewesen, dies zu überwinden. Jetzt ist die Frage, wie weit kann das gehen? Wie weit kann man sich von diesen, ich sag mal, naturgegebenen Bindungen, diesen Grundkonstellationen der Gene lösen, wenn man einen Staatsgedanken ausformulieren möchte, der Gerechtigkeit, Offenheit, auch im Sinne zukünftiger Entwicklung mit sich bringt? Das ist ja dein großes Thema, Ulrike. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, mich an diesen französischen Philosophen zu erinnern, der auch immer gesagt hat, der Mensch wird ohne Nation geboren. Ja, also die Nation ist natürlich eine menschliche Kategorie, die wir erschaffen haben, um dann dies und das zu machen, die Leute zu sortieren mit Pässen und so weiter. Aber als Mensch oder Menschenskind mit im Zweifelsfall gleichen Rechten, wie es das Völkerrecht ja auch sagt, ja, oder die UN-Charta noch, alle Menschen sind geboren frei und gleich in Würde und Rechten, sind wir erstmal ohne Nation. Und das ist tatsächlich genau der Gedanke der Aufklärung, den du, Burkhard, hier wahrscheinlich ansprichst, denn das ist ja eigentlich, ich sag mal, das Erbe der Französischen Revolution oder auch der Amerikanischen Revolution sind ja fast zeitgleich, 1776, 1779, wo man eben sagt, wie machen wir denn aus Untertanen Bürger? Das war ja sozusagen dieser aufklärerische Impuls. Und in dem Moment tatsächlich, glaube ich, verschiebt sich die Debatte hin in eine Bürgerrechtsdebatte. Wer hat denn eigentlich diese Bürgerrechte? Wer macht mit diesen Rechten was? Wer formt daraus dann nochmal 50 Jahre später ein Parlament, Paulskirche und so weiter, die ganzen Prozesse der frühen Neuzeit, die wir kennen? Und jetzt ist in der Tat, ich komme zu deiner Frage, Burkhard, die Frage, hören wir da jetzt auf, wo wir jetzt sind? Das heißt, wir haben jetzt in Europa, sagen wir mal in der EU, 26 Staaten ohne die Briten. Sind es die jetzt sozusagen für immer? Oder könnten wir annehmen, dass eine nationalstaatliche, staatliche Entwicklungslinie, die wir jetzt, sagen wir mal, seit der Französischen Revolution beobachten, die sich nachweislich immer geändert hat, also ne, ob jetzt die Elsässer zu Deutschland gehören oder Frankreichs war, also welches Volk wo zu welchem Staat gehört, darüber wurde viel gestritten in der vor allen Dingen europäischen Geschichte. Und dann ist jetzt in der Tat die Frage, was machen wir mit diesen Begriffen Volk, Bürger, Staat, Nation, was machen wir mit denen heute? Kann man die weiterentwickeln? Ja, und ich würde sagen, man kann. Jedenfalls gibt es eine starke Debatte in der Europaforschung über den Begriff des European Citizen, also die europäische Bürgerschaft oder die europäische Staatsbürgerschaft. Und diese Debatte hat tatsächlich gerade in den letzten 10 Jahren extrem an Fahrt aufgenommen. Eigentlich nach der Bankenkrise, wo eben genau das passiert ist, dass man auf einmal angefangen hat von faulen Griechen und tollen Deutschen und faulen Italienern und tollen Finnen zu sprechen. Und dagegen hat sich eine europäische Zivilgesellschaft formiert, die gesagt hat, Moment mal, wir sind doch hier alle in Europa. Wir sind alle irgendwie europäische Bürger. Wir haben alle den gleichen Euro und die gleichen Probleme. Und wir möchten jetzt gerne über sowas nachdenken wie eine europäische Bürgerschaft oder Staatsbürgerschaft. Und diese Debatte, die ist jetzt mal unterbrochen worden durch Corona und den Krieg, ja, aber dieser Diskurs war in der letzten Dekade sehr, sehr immanent. Der ist nicht abgeschlossen, aber die Tatsache, dass er noch nicht abgeschlossen ist, das heißt ja nicht, dass darüber nicht nachgedacht wird. Und insofern geht mein Denken tatsächlich seit geraumer Zeit dahin, was würde das denn heißen, wenn wir eine europäische Staatsbürgerschaft hätten, die jetzt mehr ist als das, was wir haben. Was wir haben, ist ja Freizügigkeit. Was wir haben, ist eine sogenannte Marktbürgerschaft. Das heißt, wir sind alle Bürger des gleichen Binnenmarktes. Wir haben also die gleichen Ölkännchen und die gleichen Glühbirnen, ja, und regen uns manchmal drüber auf. Aber was wir eben als europäische Bürger noch nicht haben, ist zum Beispiel das gleiche Wahlrecht oder die gleichen Sozialgesetze, zum Beispiel die gleiche Arbeitslosenversicherung. Und diese Debatte ist aber seit der Bankenkrise eine sehr immanente. Und wenn wir sie zu Ende denken würden, dann würde ja, wenn wir sagen, irgendwann haben wir mal eine europäische Staatsbürgerschaft, notwendigerweise der Gedanke eines europäischen Staates entstehen. Und auch der, um das mal als letzten Satz zu sagen, der ist ja nicht neu. Also ich erinnere an das Buch von Jean Kermon aus dem Jahr 2000, 3 Jahre vor der europäischen Verfassung, La question de l'État européen, die Frage des europäischen Staates. Also insofern glaube ich schon, dass das Weiterdenken zumindest erlaubt ist.
Also, ich wollte dich sehr gerne hier zur Hälfte unserer Debatte nämlich schon aufgefordert haben, deine Gedanken zu der Entwicklung eines möglichen europäischen Staates darzulegen. Und ich würde sogar, weil ich weiß, dass jetzt gleich zwei Herren über dich herfallen möchten, dir nochmal 2 Minuten geben, um es ein bisschen zu konkretisieren. Denn also die gleiche Arbeitslosenversicherung, okay, hier spricht auch die Mitarbeiterin, die frühere von Jacques Delors, aber darum geht's nicht. Es geht wirklich um, ich würde mal sagen, Grundlagen des Sich-Fühlens, des Sich-Zugehörig-Fühlens in einem Staatsgebilde. Und wenn das jetzt ein supranationaler Staat ist, so habe ich dich verstanden, denn anders kann ich es mir nicht denken, dann fehlt da eine ganz entscheidende Bindung. Und jetzt greife ich mal ganz tief in die Kiste der eigenen Erfahrungen. Die Keimzelle eines Volks ist ja die Familie. Und in der heutigen Zeit leben wir ja alle irgendwie in Patchwork-Familien. Und jeder kann deswegen einen Gedanken nachvollziehen. Und der Gedanke ist ein bisschen schrecklich und er ist zugleich ein bisschen wahr. Da gibt es also Mütter, die haben eigene Kinder und sie haben Ziehkinder. Und es gibt Väter, die haben eigene Kinder und die haben Ziehkinder. Sie haben natürlich alle gleich gern, weil wir sind ja eine Familie. Und trotzdem, ganz tief drinnen, spricht die Sprache des Blutes. Und jeder weiß, das ist doch mein eigenes Kind, das sieht mir so ähnlich, das sind meine eigenen Gene, die mich da anschauen. Und die anderen Kinder, die auch zur Familie gehören und die ich selbstverständlich gleich gern habe, sie sind einfach anders. Ich weiß, das ist ein sehr dunkler Aspekt, aber du ahnst, worauf ich hinaus will. Gar nicht dunkel. Also ich sage jetzt mal als Frau völlig entspannt, ich habe mich diesen Patchwork-Situation nach meiner Scheidung entzogen und habe es bei meinen 2 Söhnen belassen mit einem Mann, weil ich dieses Problem genau nicht haben wollte. Nein, Scherz beiseite, sowas sind ja auch immer Zufälle des Lebens. Aber genau deswegen möchte ich auch eigentlich das von einer bisschen anderen Seite aufrollen, weil ich das schon sehe als Argument, auch wenn ich selber nie gelebt habe, eine Patchwork-Familie, aber genug Patchwork-Familien kenne. Und trotzdem würde ich auf einen anderen Aspekt hinaus. Ja, die Zugehörigkeit, die diskutiert wird, und das sehe ich auch ein. Aber das, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass eben die Kategorie der Staatsbürgerschaft, über die wir eben geredet haben oder ich geredet habe mit Blick auf eine sich keimende Debatte über eine europäische Staatsbürgerschaft, dass diese Staatsbürgerschaft ja ein Rechtsinstrument ist. Also Bürger haben gleiche Rechte prinzipiell. Das heißt, der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz gilt für die Bürger dieser Einheit. Sagen wir mal Europa, europäische Staatsbürgerschaft. Ja. Die Frage ist dann, muss die Identität damit verbunden sein? Und die Antwort ist nein. Also gucken wir mal auf Spanien oder auf Großbritannien. Wir sehen in beiden Fällen staatliche Gebilde, einmal Spanien, einmal Großbritannien, die wiederum ethnisch aufgefächert sind. Da sind die Katalanen, die Andalusier und oben in Großbritannien United Kingdom, das Vereinigte Königreich, sind also die Schotten und die Waliser und die Iren und so weiter. So. Und jetzt ist halt im Moment ja sehr aktuell, dass zum Beispiel die Schotten gerne auch ihre eigene Nation wären. Ja, das heißt ja Scottish National Party, nicht umsonst. Die wollen also raus aus dem Vereinigten Königreich, aber eigentlich gerne in so eine Art Auffangbecken europäischer Staat. So. Das haben die noch nicht, da steht die Geschichte noch nicht. Bei den Katalanen ist das im Übrigen ähnlich. Die Katalanen wollen ja auch irgendwie raus aus Spanien, aber nicht unbedingt raus aus Europa und den Euro aufgeben und keine Ahnung was die katalanische Republik machen, sondern die wären gerne als Katalanen in Europa. Und meine Denkordnung geht eigentlich nur dahin, ob das in der Geschichte eine Perspektive ist, wo wir ja jetzt gar nicht irgendwie zwischen progressiv und retro hier uns streiten müssen, sondern ob das Denkkategorien sind, wo wir einerseits konservative oder eher konservativer, eher progressive und so weiter, also beide Seiten des politischen Spektrums sozusagen auffangen könnten, weil uns einfach klar wird, wir können das trennen, die Staatsbürgerschaft und die Rechtseinheit von der, sagen wir mal, Herkunft-Origin-Diskussion, und wir könnten beide gewinnen, weil es könnte durchaus sein, dass wir einen schönen großen europäischen Staat haben, der dann nicht unbedingt ein Superstaat ist, der aber allen, also genauso den Tirolern, den Böhmen, den Hessen, den Katalanen und den Schotten, trotzdem ihre Identität, ihre Nation und meinetwegen auch ihr volksgenetisches Zusammengefühl garantiert. Das wäre eigentlich nur eine Denkfigur. Also ich nehme auf, die Regionen als Hebel gegen die Nationen, aber ich spüre natürlich in Ulrich Voskerau schon seit geraumer Zeit eine gewisse Spannung aufsteigen. Und jetzt hast du das Wort, Ulrich. Wir könnten das natürlich alles mal versuchen, aber die andere Frage wäre, warum zum Teufel sollten wir das? Ja, die Frage ist ja mal, was hätten wir für eine Motivation, das zu tun? Also, dass wir in Europa jetzt alle dieselben Probleme haben, seit wir den Euro eingeführt haben, das liegt daran, dass wir den Euro eingeführt haben.
haben. Und darauf jetzt zu reagieren mit einer gemeinsamen Staatsangehörigkeit wird unsere gemeinsamen Probleme genauso wenig lösen, wie es der gemeinsame Euro gemacht hat, sondern es wird eher die ganzen Probleme erst überhaupt auslösen. Wo stünden wir heute als Deutschland in der Weltfinanzkrise, wenn wir die D-Mark nach wie vor hätten als die Weltwährung, als die Weltankerwährung, wo alle unbedingt hinein wollen? Und übrigens, wenn die Schotten oder auch die Katalanen sich jetzt auf Europa berufen, das heißt nicht, dass sie im Innersten jetzt entdeckt haben, dass sie europäische Katalonen oder europäische Schotten sein wollen, sondern sie haben ganz einfach entdeckt, dass sie in Gestalt der EU sozusagen einen potenziellen Verbündeten haben, mit dem sie gegen ihre Nation, von der sie eben weg wollen, weil sie eben eine nationale Minderheit sind, da zeigt sich, wie stark die Nationen eigentlich sind, wie stark die nationale Zusammengehörigkeit ist, weil sie da einen Verbündeten entdeckt haben. So ähnlich wie die nationalistischen Iren im Ersten Weltkrieg, die eben noch keinen eigenen Staat hatten, weil ja auch im Ersten Weltkrieg Südirland noch Teil des United Kingdom waren, teilweise mit den Deutschen kooperiert haben, mit denen also die Briten ja im Krieg lagen, sich zum Beispiel haben Waffen liefern lassen zu den Osterunruhen 1916. Die Europäische Union, also ursprünglich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ist vom allerersten Tag an ein Instrument gewesen, nicht zur Emanzipation von irgendwem, sondern ein Instrument, das die Deutschen daran hindern sollte, ihre wirtschaftliche Überlegenheit in politische Macht umzumünzen und auch, das war am Anfang ganz klar, dass die Deutschen daran hindern sollte, eine wirklich eigenständige Schwerindustrie, also Kohle- und Stahlförderung aufzubauen. Die Montanunion von 1950 war ja eigentlich die Keimzelle der späteren EU und das alles war natürlich dazu gedacht, um die Deutschen im Zaum zu halten, um die Deutschen unter Kontrolle zu halten, um den Deutschen sozusagen einen neuen Ausbruch aus ihrer nationalen Selbstbestimmung heraus zu einer bestimmten Stellung in Europa zu verstellen. Das ist kein schlechtes Ziel, nur man muss eben wissen, dass es dieses Ziel gab. Und die Deutschen sind ja auch über Jahrzehnte mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dann eben mit den europäischen Gemeinschaften sehr gut gefahren. Man muss wirklich betonen, dass der europäische Binnenmarkt ganz und gar im Interesse der Deutschen gewesen ist, denn eine Zollunion, ein einheitliches Zollgebiet, eine Art Großwirtschaftsraum zu schaffen, war deutsches Kriegsziel im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg und das haben sie nicht erreicht, das haben sie nicht erzwingen können und was sie nicht haben erzwingen können, ist ihnen im Frieden dann zugefallen. Aber entscheidend ist eben, dass diese Europäische Union auf bestimmte Aufgaben, letztlich auf die Wirtschaftskoordination, beschränkt bleibt. Mein Lieblings-Europa war eigentlich das Europa der einheitlichen europäischen Akte 1986 fortfolgende. Das war meines Erachtens ein perfekter Grad in Integration, um also ein gemeinsames Wirtschaftsleben möglich zu machen. Das war auch ganz und gar im deutschen Interesse, ohne dabei aber das Selbstbestimmungsrecht der Völker auf breiter Front auszuhebeln. Und dann kam eben die deutsche Einheit und dann kam eben das Gefühl vor allem der Franzosen, sie müssten jetzt etwas machen, damit Deutschland nicht eine dominante Position wiederfindet. Und dann geht es schon damit los, das ist der große Geburtsfehler des Vertrags von Maastricht, dass der eigentlich eine rein negative, eine rein abwehrende Konstellation ist. Das fängt damit an, dass man vor dem Vertrag von Maastricht, bei dem im Vordergrund natürlich die Abschaffung der D-Mark stand, weil die Franzosen immer gesagt haben, das sei die deutsche Atombombe und deswegen müsse sie weg. Also die D-Mark wurde sozusagen europäisiert in Gestalt des Euro, aber die französische Force de Frappe, die französischen Atomwaffen, die wurden nicht nach Europa eingebracht. Und dieses Ungleichgewicht, das lässt schon tief blicken. Und da hat man also nicht gewusst, wie man Deutschland am besten sozusagen niederhalten kann, ob durch Vertiefung oder Erweiterung der EU, hat man bei Maastricht einfach gesagt, wir machen beides. Wir nehmen möglichst viele osteuropäische Staaten auf und zugleich vertiefen wir die Union. In dem Vertrag von Maastricht, der dann 2008 zum Vertrag von Lissabon weiterentwickelt wurde, den das Bundesverfassungsgericht dann zum Glück zu guten Teilen gestoppt hat, da liegt eine im Grunde verhängnisvolle Entwicklung, die gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker gerichtet ist und auch andere Völker bedrängt und die eben damals eingeführt worden ist, aus Angst vor dem wiedervereinigten Deutschland, vor allem bei den Franzosen. Okay, wir haben es verstanden. Und jetzt ist die Ulrike erstmal dran mit einer kurzen Widerrede. Die wollte vorhin schon sagen, dass der Euro doch sein Gutes hat. Und jetzt ist noch einiges mehr dazu gekommen. Aber bitte kurz. Ich will dazu wirklich gar nichts sagen, sondern würde die Zuhörer vielleicht auffordern, einfach meine Bücher zu lesen. Aber ich finde, um jetzt gar nicht in die einzelnen Argumente zu gehen, was mich an dieser Argumentation stört, ist, dass der ganze Diskurs dann immer so herkommt, als wenn die ganze europäische Erzählung immer nur so eine Art Abwehrhaltung für Deutschland gegen Deutschland klein halten und so weiter. Und das stimmt einfach nicht. Das ist so eine Negativerzählung. Und die Negativerzählung hat immer so eine Imago, dass wenn das tolle Deutschland doch immer nur alleine in der Welt gewesen wäre, dass dann alles super toll und besser gewesen wäre. Ich halte das für nostalgisch. Ich halte es auch für technisch und pragmatisch einfach nur falsch. Deutschland ist der allergrößte Gewinner der europäischen Integration, vom Binnenmarkt ganz zu schweigen. Deutschland ist übrigens auch der absolute Gewinner des Euros. Ja, also auch in der Bankenkrise hatten wir Negativzinsen und so weiter. Wir haben uns, ich sag mal, in Arsch verdient an Europa und am Euro. Und wenn
wenn dann solche Diskurse kommen, wo dann immer so nur nee, und das war doch alles und hätten wir noch das Selbstbestimmungsrecht und so, da bin ich einfach fundamental dagegen und da sträuben sich mir die Fingernägel. Und wenn wir irgendwie die Zukunft wollen, dann sage ich den Hörern nochmal, lesen Sie mal mein Buch, warum Europa eine Republik werden muss, und dann treffen wir uns hier wieder und diskutieren das mal. Okay, die gesträubten Fingernägel, die möchte ich gern mal sehen, aber wir können diese Diskussion auch vollkommen ohne Deutschland führen. Und ich werde gleich euch dazu treiben, aber jetzt ist Tim Krause erstmal dran. Der Mythos, dass Deutschland nur vom Binnenmarkt, nur von der EU gewonnen hat, der hält sich leider hartnäckig. Gucken wir uns die Zahlen an. Die oberen 10% der Bevölkerung in Deutschland halten heute 67% der Vermögenswerte. Die unteren 50% halten nur 5%. Und dazwischen tummelt sich irgendeine Mittelschicht. Das heißt, wir haben in der Tat in den letzten 20, 30 Jahren einen Wohlstandsgewinn durch die EU oder durch den Binnenmarkt zu verzeichnen, aber eben nur für sehr, sehr wenige Teilnehmer dieser Gesellschaft. Die Masse zahlt drauf. Die Masse der Bürger zahlt den höchsten Steuer- und Abgabensatz der Welt, um zum Teil in anderen EU-Ländern kürzere Lebensarbeitszeiten und höhere Renten zu finanzieren. Also da müssen wir schon genau hingucken. Zum Beispiel auch, und da möchte ich mich Ulrich Voskauer anschließen, die Tatsache, dass im Grundgesetz alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und das Volk verpflichtet ist, diese Staatsgewalt an staatliche Institutionen zu übertragen. Das wurde völlig ausgehebelt, und zwar auch durch Feststellung der Stiftung des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der gesagt hat, mittlerweile kommen deutlich über 80% der Gesetze, die im Deutschen Bundestag verabschiedet werden, gar nicht mehr vom Bundestag selbst, sondern werden in Brüssel zum Teil von Anwaltskanzleien vorgeschrieben, obwohl die Deutschen, das deutsche Volk, gar nicht dazu berechtigt gewesen wäre, selbst bei einem Referendum technisch gesehen, diese Staatsgewalt an supranationale Entitäten abgegeben, wenn vorher das Grundgesetz nicht geändert worden wäre. Ein Abschlussgedanken zum Gleichheitsthema. Für mich sind die Menschenrechte und die Tatsache, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, eine der wichtigsten Errungenschaften des Menschen überhaupt. Dieser Rechtsstaat, dieser Verfassungsstaat ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Aber die Forderung, dass alle Menschen in Europa gleich seien, alle Völker gleich seien, halte ich für eine absolute Dystopie, fernab jeglicher Realität. Denn was auch für mich fehlt in diesem ganzen Diskurs zwischen Volk, Nation und Staat, ist der Begriff der Kultur. Und natürlich ist Europa eine Kulturgemeinschaft, aber es gibt eben auch große kulturelle Unterschiede, und die spiegeln sich eben auch im Verhalten der Individuen oder der Völker in Europa gegeneinander. Und jetzt möchte ich mal drei Sätze machen. Der erste Satz ist die Tatsache, dass es in Deutschland eine unmögliche Gesetzgebung gibt, die zu unterschiedlichen Vermögensverhältnissen führt, ist allein das Problem des Bundestags und der deutschen Gesetzgebung, und damit hat die EU nichts zu tun und damit kann Europa nicht verantwortlich gemacht werden. Womit ich die Letzte bin, die EU schönredet. So, das Zweite ist, natürlich sind 80% der europäischen Gesetzgebung de facto wirkmächtig in der Bundesrepublik Deutschland. Das kann man mögen oder nicht, aber das haben wir tatsächlich zugestimmt. Das sind die europäischen Gesetze. Ich bin diejenige, die seit 10 Jahren einen Diskurs macht, dass wir genau deswegen Europa demokratisieren müssten und dass wir eine andere Form der parlamentarischen Vertretung haben müssen, damit das beendet ist, nämlich diese indirekte Gesetzmäßigkeit der europäischen Gesetze in den nationalen Gesetzen. Aber das ist auch eine andere Debatte, jedenfalls sich hinzustellen und so zu tun, als würden da 80% Gesetze vom Himmel fallen und die Bundesrepublik hätte dem nie zugestimmt. Das stimmt einfach nicht, weil die Bundesrepublik sitzt in jeder Ratssitzung der Europäischen Union und immer stimmt irgendein deutscher Minister zu. Und das Dritte ist, wenn ich sage, dass eine Demokratie, zum Beispiel eine europäische, etwas damit zu tun hat, dass die Bürger dieser Demokratie, und zwar ganz egal, ob die französische, finnische, deutsche oder slowenische Demokratie, dass die Bürger dieser Demokratie prinzipiell dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz genügen müssen. Das heißt nicht, dass diese Leute alle identitär gleich sind. Ich habe mit einem Peter aus München relativ wenig zu tun, wenn der auf dem Oktoberfest ist und irgendwie eine Trachtenjacke trägt. Ja? Aber was mich mit dem Peter aus München verbindet, auch wenn ich in Bonn sitze im Rheinland, ist, dass am Ende des Tages, wenn wir im Leben scheitern, kriegen wir beide Arbeitslosengeld, und zwar das Gleiche. Wenn man nach Portugal fährt, was bis 1986 noch ein Entwicklungsland war, dann stellt man da fest, dass in Portugal Menschen über 50 als Normalfall oft keine Zähne mehr im Mund haben, ganz einfach, weil es da eben keine entsprechende ärztliche Versorgung gibt. Also eine Vereinheitlichung sozialer Standards oder des Arbeitslosengeldes europaweit, das ist eine Horrorvorstellung. Okay, also jetzt an der Stelle setzen wir mal einen Punkt, weil es ist ja klar, dass die unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen innerhalb der EU nicht als Grundsatzargument dienen können gegenüber der Frage, wie halten wir es denn mit der Identität von Völkern? Auf welcher Basis haben wir eine affektive Beziehung zu unseren Staaten? Alles das hat ja zunächst mal nichts mit dem Unterschied des Espresso-Preises zwischen München und Venedig und möglicherweise Slowenien zu tun. Deswegen schlage ich vor, denn sonst geraten wir in eine Endlos-Diskussion über wirtschaftliche Details, die eigentlich erstens niemand nachvollziehen kann und vielleicht auch niemand nachvollziehen will, dass wir nochmal zurückkommen zu der Perspektive, die
die Ulrike vorhin ausgebreitet hat. Und das hat mich schon interessiert. Also sie möchte ja die Regionen gewissermaßen als eine Art Keimzelle einer neu zu denkenden europäischen Struktur vorschlagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie organisiert sich das Ganze? Also die Regionen werden dann autonom und gleichwohl aggregiert sich das zu einer Art von Superstruktur, die dann von wem und wie verwaltet wird? Wie vermeiden wir, dass es dann doch wieder so eine Art EU, bloß dann halt nicht der Länder oder Nationen, sondern eben der Regionen gibt? Also erstmal würde ich auch zu den unterschiedlichen Wirtschaftsfaktoren nur noch mal kurz sagen, dass wir da natürlich nicht Portugal und Deutschland vergleichen, ja? Weil Hessen ist auch nicht Brandenburg oder Apulien ist nicht Ligurien. Wir tun ja immer so, keine Ahnung, reiches Deutschland, die anderen sind arm. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Brandenburg zum Beispiel auch Nettoempfänger ist, ja, im Länderfinanzausgleich. Weil wenn Sie mich fragen, wie ich das verbinden möchte, eine regionale Vielfalt, und zwar im identitären Bereich, also dass man sich unterschiedlich fühlt als Elsässer, Böhme oder Tiroler, also kulturell, sprachlich, ethnisch, und wie ich dann auch noch eine soziale und ökonomische Ungleichheit zwischen den Regionen, die ich nicht negieren möchte und auch nicht gleich machen möchte, wie ich das aber trotzdem verbinde mit einer Form der europäischen Staatlichkeit, dann ist die Antwort ganz einfach, zum Beispiel die der Antwort der Bundesrepublik Deutschland, man macht einen sogenannten Länderfinanzausgleich und dann einigt man sich drauf, dass was auch immer passiert, in diesem Land irgendwann von Bayern ein bisschen was nach Brandenburg kommt oder von Hessen ein bisschen was ins Saarland und am Ende sind trotzdem alle glücklich und besser dran. Machen wir uns nichts vor. Die Bundesrepublik Deutschland hat im letzten Jahr netto 21 Milliarden an die EU gezahlt, brutto 44 Milliarden. Also niemand zahlt mehr. Muss ich die Frage stellen, warum ist denn eigentlich Deutschland so reich und warum sind es andere Länder nicht? Und zwar deswegen, weil es kulturelle und vielleicht auch Unterschiede in der Entwicklungsgeschichte dieser Völker gibt, die dann zu einer anderen genetischen Grundausrichtung geführt haben. So dramatisch das sein mag, ich möchte auf den einen Punkt mit dem EU-Parlament eingehen, weil Sie gesagt haben, wir würden die noch mehr anstreben und Deutschland würde zu allem Ja sagen, was da passiert. Das EU-Parlament ist eine reine Demokratie. Ist eine Demokratie-Show. Es hat mit einem echten Parlament nichts zu tun. Es hat keines der drei Königsrechte eines echten Parlaments. Warum sollten wir dem baskischen Volk oder dem schottischen Volk, das ja als Mikronation eingebettet sein kann in einen Staatenbund, seine Souveränität und das, was es an Selbstbestimmtheit für sich in Anspruch nimmt, noch weiter wegnehmen? Was haben wir durch noch mehr Zentralregierung, noch mehr Zentralisierung in der EU, noch mehr Entdemokratisierung? Ich halte das für wirklich einen schweren Fehler und für eine Dystopie. Ja, aber ich habe doch gar nicht von Zentralisierung gesprochen, sondern ich habe von Föderalisierung gesprochen und von einem Länderfinanzausgleich. Nur nochmal, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland doch föderal aufgestellt und trotzdem in einem Staatsverband. Und meine einzige Frage ist, warum könnte das für Europa nicht funktionieren? Da reden wir nicht von Zentralismus, da reden wir nicht von Gleichmacherei und im Übrigen nur noch das eine Argument. Aber diese biologische Zurückführung auf die Deutschen sind immer besser und deswegen sind wir fleißiger und so weiter, das stimmt einfach nicht. Gucken Sie sich die Arbeitsstunden an pro Jahr, da sind die Deutschen im Mittelfeld, da arbeiten die Franzosen inzwischen mehr und so weiter und so weiter. Und das einzige Argument, warum wir so gut dastehen ökonomisch, hat zum Beispiel etwas mit der Geografie zu tun. Wir liegen einfach in der Mitte Europas. Jeder Peugeot, der aus Frankreich nach Polen will, muss über eine deutsche Autobahn und so weiter und so weiter. Und das zweite ist, wir sind aus dem Mittelalter, aus diesen 1000 kleinen Fürstentümern gekommen. Das heißt, wir haben einfach wahnsinnig viele Städte, die haben alle ein Industriegebiet. Deswegen haben wir überall Industriecluster. Gucken Sie auf die anderen Länder, Frankreich, Spanien und so weiter. So, Ihre These war, dass das so biologische Faktoren haben und wir sind einfach immer die Fleißigeren. Ich habe gesagt, dass es eben auch diese Faktoren gibt. Wenn es die nicht gäbe, dann könnte ich ja nicht sagen, es gibt irgendwie jetzt bestimmte englische Eigenschaften oder vietnamesische oder japanische. Es muss ja irgendwelche auch unter anderem biologischen Determinanten geben, die man bitte nicht überbewerten darf. Aber schauen Sie sich nur mal an, die Japaner kamen zum Beispiel viel später mit der europäischen Technologienzivilisation in Berührung als etwa einige afrikanische indigene Kulturen. Die afrikanischen indigenen Kulturen haben diese zivilisatorischen Leistungen und Kulturtechniken nicht übernommen, die Japaner hingegen schon und sind in Teilen an uns vorbeigezogen. Und zwar deswegen, weil es eben Mentalitätsunterschiede gibt, weil es Werteunterschiede gibt, die sich eben auch aus Abstammungsgemeinschaften herleiten. Es wird ja niemand bestreiten, dass die Japaner miteinander enger verwandt sind, als sie es mit uns oder mit einigen Afrikanern sind. Ich finde, das darf und sollte man nicht ausblenden. Das hat nichts, aber auch wirklich nichts mit Rassismus zu tun, der also im Allerschärfsten abzulehnen ist. Aber das sollte in die Gesamtschau eben mit einfließen. Ich will nur noch mal auf einen kleinen, vielleicht philosophischen Aspekt hinweisen in dem Ganzen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich, wir reden nicht von links und rechts, aber Ulrike hat vorhin schon
öfter mal von moderner oder rückwärtsgewandter gesprochen, als ob das hier keine Rolle spielte. Ich glaube, es spielt doch eine Rolle, und zwar durch eine interessante Verkehrung. Früher war es ja ein Teil des linken Denkens, an biologischen Positionen, an materialistischen Positionen festzuhalten. Und zwar gegen die Glaubenskonzepte, die damals zur Herrschaftssicherung so gängig waren. Ich war also Kirche und Kaiser und so weiter. Aber nein, die linke Position war natürlich strikt der Evolution und der Biologie verpflichtet. Und das hat sich jetzt heute umgedreht. Das heißt, der Hinweis auf die natürlichen, auf die genetischen Grundlagen unseres Daseins gilt heute als rechts. Und links dagegen sind so Glaubenskonzepte, die ja schon fast sprachmagischer Art sind. Wir wissen das ja mit dieser ganzen Wokeness. Und die eben auch zur Fundamentierung von Herrschaft dienen. Das wollte ich nur mal einwerfen. Und jetzt, Ulrich Vosgerau, eine Frage. Ist denn eine Föderalisierung ohne Zentralisierung denkbar? Ich will mal so ansetzen. Das Grundgesetz sagt, und zwar in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, das eben wie eingangs mal gesagt, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ganz in den Vordergrund rückt seit 1918, dass in Deutschland das deutsche Volk die verfassungsgebende Gewalt ist. Also im Unterschied zu den verfassten Gewalten, das sind eben Legislative, Exekutive, Judikative, die alle unter der Verfassung stehen, ist allein das deutsche Volk die verfassungsgebende Gewalt, die dem Grundgesetz vorausgelagert ist. Und weil das so ist, darf der verfassungsändernde Gesetzgeber, also die Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, wie das Bundesverfassungsgericht dankenswerterweise in der Lissabon-Entscheidung vollkommen klargestellt hat, 2009, darf nicht diesen Weg gehen zu einer europäischen Föderation. Die verfassten Gewalten, auch der verfassungsändernde Gesetzgeber, darf nicht den deutschen Nationalstaat, den das Grundgesetz konstituiert, als solchen aufgeben. Das ist verboten. Und der einzige Weg dahin zu einer europäischen Föderation aus deutscher Sicht wäre also eine Revolution. Und dabei ist interessant, das Grundgesetz unterscheidet sich von allen anderen Verfassungen dadurch, dass es die Revolution letztlich für erlaubt erklärt, nämlich in Artikel 146. Da steht dann drin, ja, das deutsche Volk hat jedes Recht, das Grundgesetz sozusagen zurückzuweisen und sich in freier Selbstbestimmung eine neuere und ganz andere Verfassung zu geben. Nun dürften allerdings staatliche Stellen, wie sie das bisher machen, an diesem Prozess nicht mitwirken, eben weil sie daran gebunden sind, dass sie den Nationalstaat nicht aufgeben dürfen. Deswegen, wenn wir also auf einer höheren Stufe vereintes Europa haben wollten, als es durch den Vertrag von Maastricht erreicht ist, was eben nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Ende der Fahnenstange definitiv ist, dann müssten wir sozusagen eine gewaltige revolutionäre Volksbewegung in Deutschland abwarten, in der dann eben die Brandenburger sagen, wir sind es leid, immer Länderfinanzausgleich aus Bayern zu bekommen, wir möchten endlich Länderfinanzausgleich nach Spanien und Portugal bezahlen. Aber es ist in der Tat interessant, dass der Nationalismus in Deutschland immer eine linke Angelegenheit war. Auch 1848, großdeutsche Lösung, das ganze nationalistische Denken war immer eine Eigenart der Linken in Deutschland. Das hat sich eben im Grunde erst im Nationalsozialismus dann umgekehrt, dass auf einmal der Nationalismus als rechts galt. Vorher waren die Rechten niemals Nationalisten, sondern eben Legitimisten und so. Was Herr Vosgerau gesagt hat, unterstreiche ich, ja, diese 146er Öffnung. Wir hatten im Februar 2012 eine kleine Öffnung wegen der Bankenkrise und weil das alles so unverhandelbar war und so wie ein gordischer Knoten, nämlich die Frage, wie man den Euro demokratisieren kann, die Rechtsprechung in Europa demokratisieren kann, was eigentlich beschehen müsste. Und es gab ein kleines Window of Opportunity, wo die Lösung nach 146 tatsächlich diskutiert wurde. Ich habe selber damals eine Diskussion gemacht mit Habermas, mit ihrem Kollegen Armin von Bogdandy, Max-Planck-Institut und so weiter. Insofern ist das gar nicht so ganz spukig, was Sie da sagen. Das ist natürlich a priori eine utopische Lösung, aber wir wissen ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Nur was Sie sagen, ist das Wichtige. Das Wichtige ist, wir hätten auch verfassungsrechtliche Optionen, uns weiterzuentwickeln in Richtung Europas, übrigens auch ein Verfassungsauftrag, Artikel 23.4. Und nur darüber gilt ja mein Denken. Ich glaube, wir sind uns einig, dass keiner hier, auch ich nicht, die EU in ihren derzeitigen Strukturen unterstützt. Ich habe mir die Finger wund geschrieben, um zu sagen, diese Strukturen müssten sich ändern. Die einzige Frage, die wir meines Erachtens diskutieren sollten, ist, gibt es ein Europa jenseits der EU? Ist das erstrebenswert? Wie könnte das aussehen? Wäre das gut für alle Europäer? Wie würden wir es organisieren? Hätte dieses Europa einen Platz in der Welt? Wäre es besser für die europäischen Bürger? Das ist für mich eine legitime Zukunftsfrage. Die sollten wir beantworten. Aber das hat mit dem Bekenntnis zur bestehenden EU eben nichts zu tun. Und deswegen möchte ich in dieses Fahrwasser der Diskussion auch nicht geraten. Ja, und wir haben diese Fragen jetzt mehrfach gestellt und gehört. Und meine Absicht war eigentlich, dass wir wenigstens ansatzweise von dir, Ulrike, auch eine Antwort bekommen. Wie könnte das aussehen? Ganz praktisch. Es ist ja wahnsinnig schwierig, hier die Fäden zusammenzuhalten. Aber jetzt noch einmal zurück zu dieser Grundfrage. Die Regionen sollen irgendwie autonom werden. Europa soll sich entwickeln.
Und welche Art von Struktur reguliert das dann? Ich sehe da nämlich nichts anderes als einen neuen Moloch, der vielleicht nicht in Brüssel beheimatet ist. Keine Ahnung, wo soll das denn dann regiert werden? Wo soll der Länderfinanzausgleich reguliert und beschlossen und verteilt werden? Wo sollen letztlich dann die Machtzentren sitzen und wie konstituieren die sich? Na, ich glaube, die Grundfrage ist, ob wir uns jetzt auch angesichts des Zeitgeschehens, Ukraine-Krieg und so weiter, sich abzeichnender amerikanisch-chinesischer Krieg und so weiter, ob wir uns als Europäer emanzipieren wollen und einen Platz in der Welt haben, und zwar als Europäer. Das ist für mich die Grundfrage. Wenn wir die beantworten, weil wir sagen, wir wollen in einer multipolaren Welt als Europäer da sein, unsere Interessen schützen, unsere Bürger schützen, aber auch unsere Identität verteidigen, La République des Lettres, alles, was wir mit europäischer Kultur eben verbinden, dann sollten wir darüber nachdenken, wie wir diese europäische Einheit irgendwie demokratisieren, parlamentarisieren und zu einer politischen Einheit machen, die einfach in einer multipolaren Welt schlagfertig ist. Wenn wir die Frage natürlich anders beantworten und sagen, ja wunderbar, wir sind total happy, wenn Chimerica uns demnächst regiert und die Chinesen die Seidenstraße bauen bis zum Hafen in Hamburg und das ist uns alles ganz egal, dann müssen wir natürlich über Europa nicht nachdenken. Aber wenn wir diese Frage bejahen, dann würde ich zwei Vorschläge sagen. Wir machen das wie beim Maastrichter Vertrag. Da haben wir ja 1992 beschlossen, dass wir in 10 Jahren die gemeinsame Währung machen, über die man viel streiten kann. Bestreite ich überhaupt nicht. Aber ohne die gemeinsame Währung wären wir nicht durch die Eurokrise gekommen und wäre Europa sowieso schon noch geschädigter, als es heute ist. Wir sollten einen Vertrag machen, 2023 oder 2024, und sagen, dass wir 2035 möchten wir eine Art europäische Staatsbürgerschaft, einen europäischen Pass mit all dem, was dann daran hängt. Dann nehmen wir uns 10 Jahre Zeit, das zu organisieren, 10 Jahre Zeit, das auszubuchstabieren und gucken mal, wo wir damit landen. Ich glaube, das ist das Projekt, was diesen Kontinent zusammenhalten würde. Ich betone nochmal, das hat mit Identität und Aufgabe von Nation und Volk überhaupt nichts zu tun, sondern es wäre für mich ein Akt der Emanzipation, ein Akt der Souveränität, und er müsste passieren in einem zeitlichen Moment, wo wir uns doch als Europäer eigentlich inzwischen fragen, ob wir übermorgen zwischen Amerika, China noch da sind. Ulrich, naiver Glaube? In der Tat haben wir Deutschen ein überragendes Interesse an der EU im Sinne eben des gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraumes. Wenn es die EU nicht gäbe, dann würden wir Deutschen sie erfinden müssen und das würde eben heute nicht mehr gelingen. Das gelang nur in der Nachkriegszeit. Aber wir müssen sehen, dass die Aufgaben der EU irgendwo beschränkt bleiben, denn der Vorschlag der Demokratisierung der EU, der ist in der Tat eine reine Utopie. Das kann nicht verwirklicht werden, denn Demokratie bedeutet ja, dass man Dinge unter die Ägide des Selbstbestimmungsrechts des Volkes stellt, in irgendeiner Art von Verfahren, typischerweise ein parlamentarisches Wahlverfahren mit Legitimationsketten und so weiter. Und wir haben eben auf europäischer Ebene kein Volk und wir werden auch keins bekommen. Und deswegen kann man Europa nicht demokratisieren. Und wenn da eben in der Politik immer Vorschläge gemacht werden, wie die Macht des EU-Parlaments auszuweiten, das eben in der Tat kein Parlament derzeit ist, sondern eine internationale Delegiertenversammlung ohne Gesetzesinitiativrecht und dergleichen. All solche Versuche würden nichts zu einer Demokratisierung beitragen, ja? Dennoch haben wir ein Interesse an einem gewissen Zusammenhalt, das ist richtig. Im Grunde wurde in Europa, das ist entscheidend, das kann man übrigens bei Sarrazin 2014 sehr gut nachlesen, Europa braucht den Euro nicht, die große Katastrophe nicht nur für Deutschland, sondern erst recht für Europa war die Euro-Einführung. Der Euro ist eingeführt worden, um die europäische Einigung möglichst unwiderruflich zu machen. Aber wie es gelegentlich ist in der Weltgeschichte, wirkt das paradox. Es war der Euro, der die Europäische Union gerade eben erst kaputt gemacht hat. Daher haben wir heute all die Probleme. Das hätten wir um Gottes Willen unterlassen sollen. Wir stünden so viel besser da. Und übrigens spricht nichts gegen eine gemeinsame Währung. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Franzosen schon unter Mitterrand, die haben immer sehr neidvoll auf diese stabile und starke D-Mark geguckt und wollten selber so ein Geld haben. Es hätte nichts dagegen gesprochen und spricht bis heute nichts dagegen, dass alle anderen europäischen Staaten, von Frankreich angefangen, die D-Mark, wenn es sie wieder gibt, das wäre sofort die Weltleitwährung, wir hätten eine unglaublich starke Position durch die D-Mark, wenn die eben die D-Mark als nationale Währung einführen, zumindest als nationale Zweitwährung. So, und dann hätten wir eine gemeinsame Währung in Europa. Dagegen spricht gar nichts, aber die würden wir dann eben aus Frankfurt am Main heraus steuern und das wäre dann in der Tat ein Anti-Inflationsgeld und nicht das heutige Weichgeld. So, hätte, Hundekette, wenn wir den Euro auflösen, dann kriegen wir nicht irgendeine D-Mark zurück, das kann ich Ihnen sagen. Dann entscheiden wir uns zwischen dem Dollar oder dem Renminbi. Aber diese Vorstellung, diese nostalgische Vorstellung, wir regieren hier Europa mit der D-Mark aus Frankfurt, die ist nicht nur deutsch-hegemonial und da bin ich total dagegen, sie ist vor allen Dingen nostalgisch und kaputt, weil insofern wir kriegen entweder den Bitcoin oder den Dollar oder den Renminbi, aber wir gehen nicht in die Zeit vor 1992 zurück. Das ist
ist doch illusorisch. Auch das wird sich weisen. Liebe Hörer, Sie hatten noch selten eine so zentrifugale Sonntagsrunde gehört, wie diese Diskussion am Ostertag, dem 9. April 2022 mit Ulrike Gero, Ulrich Vosgerau und Tim Krause, denen ich sehr herzlich danke für dieses Gefecht. Unser Programm heute geht weiter mit der neuen Sendereihe Menschenbilder mit Giuseppe Grazia um 12 Uhr und um 15 Uhr und eine alte Sendereihe, ja, die ist so alt wie der Kontrafunk, das heißt, die existiert jetzt seit 42 Wochen, das ist Jojo Gaga mit Andreas Thiel, die gibt es dann um 20 Uhr und um 23 Uhr. Ganz herzlichen Dank für Ihren Zuspruch, Ihr Interesse und Ihnen allen einen schönen Tag.